Auf geht's! Wir haben heute eine Menge zu tun. Wir müssen das mittlere Feld pflügen, das Tor am oberen Acker reparieren und die Schafe füttern. Also lass uns gleich losfahren. Guten Morgen, Stumpi. Ein bisschen hart gebremst, hm? Ja, kann schon sein, Jan Flitzer. Stoppt auf den Punkt, genau. Hm? Was führt dich in aller Frühe schon her, Stumpi? Ich wollte dir ein bisschen bei deinen Vorbereitungen für den Wettbewerb Hof des Jahres helfen. Oh, Jan. Das hast du doch wohl nicht vergessen. Der Fotograf kommt heute irgendwann her. Das habe ich tatsächlich völlig vergessen. Tja, was soll's, dann muss er den Gösselhof eben so fotografieren, wie er ist. Aber Jan, deine Regenrinne ist kaputt. Und sieh dir doch mal die Unordnung in deiner Scheune an. Oh, entschuldige, Flecki, nichts gegen dich. Naja, vielleicht ist sie ein bisschen unaufgeräumt, aber das hier ist ein Hofstumpi und... Naja, auf einem Hof sieht's nun mal so aus. Aber der Hof von Herrn Junker sieht ganz bestimmt nicht so aus. Ich wette, hast du nicht irgendetwas zu tun, Stumpi? Also, ich verstehe, du möchtest nicht, dass ich dir helfe, hier aufzuräumen. Nein, danke, Stumpi, aber es war nett, mir das anzubieten. Ich muss jetzt los, aber ich versuche so schnell wie möglich wieder hier zu sein. Langsam! So eilig haben wir es nun auch wieder nicht. Wunderschön. Wirklich absolut wunderschön. Großer Blauer, du bist wirklich das Prachtexemplar eines Traktors. Ich bin sicher, dass wir der Hof des Jahres werden. Sieh dir nur den Hof an. Ach, ich sehe nur noch mal vor nach, ob die Streifen im Rasenschnur gerade sind. Nein, das kann doch nicht wahr sein. Ich träume wohl. Ich schließe die Augen, zähle bis drei und dann wird es sicher nicht mehr da sein. Eins, zwei, drei. Es ist noch da. Ich träume nicht. Da steht tatsächlich ein Monstrum von einem Wagen in meiner Einfahrt. Wer macht denn nur so etwas? Oh, nicht zu fassen. Das muss man sich mal ansehen. Die werden uns nie zum Hof des Jahres wählen, wenn so eine abgetakelte Schrottkiste bei mir vor dem Haus steht. Wo bleibt denn bloß Paps? Wir müssen doch gleich aufmachen. Oh, Paps, was ist los mit dir? Weißt du, ich habe ein Schnäppchen gesehen. Ein wunderschöner, alter Wagen. Man muss nur ein bisschen Arbeit reinstecken. Gut, wo ist er? Weißt du, na ja, wo ist er? Das ist eine gute Frage. Er ist liegen geblieben. Ah. Ich habe versucht, ihn hierher zu schieben, aber ich habe es allein nicht geschafft. Also habe ich ihn stehen lassen. Ich dachte, vielleicht können wir Schleppi einsetzen. Er ist liegen geblieben? Oh, Paps, was hast du wieder gekauft? Hör mal, ich kann jetzt nicht weg hier. Ich erwarte jeden Moment den Tankwagen. Wir holen ihn später, okay? Ich verstehe, was hier vor sich geht. Jan versucht, mir die Chance zu nehmen, den Wettbewerb Hof des Jahres zu gewinnen. Aber es gehören zwei zu diesem Spiel. Du schön langsam, kleiner roter Traktor. Ich weiß, wir müssen schnell wieder nach Hause, aber bitte nicht so schnell. Hört sich nach Stumpi an. Stumpi, Mama hat Wäsche aufgehängt. Stumpi, ist alles in Ordnung? Guten Morgen, Emma, Schatz. Oh, das tut mir leid mit der frischen Wäsche. Wo ist mein Hut? Der Gartenzwerg hat ihn auf. Ah, Emma, der Plätscherbachbote hat den Hof des Jahreswettbewerb ausgeschrieben. Oh, hoffentlich gewinnt Jan. Naja, der Gösselhof ist nicht im besten Zustand und Jan hat eine Menge zu tun. Also habe ich gedacht, als Überraschung könnten wir ihn vielleicht auf Vordermann bringen, damit er eine Chance hat, den Wettbewerb zu gewinnen. Ja, das ist eine tolle Idee. Ich frage eben Mama und hol Max aus dem Bett. Und dann treffen wir uns da, ja? Das... Ja, so... Ja, so... Oh. So, das wird Jan eine Lehre sein, nicht wahr, großer Blauer? Ich bin soweit, dann wollen wir mal. Gut gemacht. Ist ja gut, ist ja gut. Ich weiß, wir haben es eilig. Das wird jetzt halten, glaube ich. Komm, los geht's.
Mann, das stinkt. Genauso wie deine Socken. Wo kommt denn das bloß her? Das war heute Morgen noch nicht da. Ich hole eine Schubkarre. Und ein paar Wäscheklammern für unsere Nasen. So wird Jan nie den Wettbewerb Bester Hof des Jahres gewinnen, Max. Sieh dir mal diesen Mist an. Wir müssen dieses Wrack hier wegbringen und ich weiß auch schon ein schönes Plätzchen dafür. Ganz vorsichtig. Ah, gut gemacht, großer Blauer. Und schon geht's los. Das dauert ja eine Ewigkeit, bis wir das hier weggeschafft haben. Und das stinkt so fürchterlich. Ich möchte bloß wissen, woher das Zeug kommt. Einen schönen Tag noch. Ich muss weiter. Bis bald. Was geht hier vor? Was ist denn das? Wie kommt dieses alte Wrack hierher? Was habt ihr mit meinem Hof gemacht? Wir haben überhaupt nichts gemacht. Wir wollten hier nur aufräumen. Nur aufräumen? Sieh dir das doch an. Wir können nichts dafür, Jan. Wir wollten hier doch nur... Was ist das für ein Gestank? Oh, guck mich nicht so an. Es ist das hier. Was geht hier bloß vor? Nun beruhige dich doch erst mal, Jan. Wir können dir das erklären. Glaube ich. Er ist weg. Ich habe ihn hier stehen lassen, genau hier. Bist du ganz sicher, Paps? Öl. Siehst du, der Wagen war hier. Hier können Sie aber nicht stehen bleiben. Ich erwarte jeden Moment einen Fotografen bei mir. Haben Sie meinen Wagen gesehen? Ihren Wagen? Ja, ein etwas älteres Modell. Ich bin mit ihm vorhin liegen geblieben. Genau hier. Du meine Güte. Haben Sie ihn gesehen? Oje. Was? Was ist passiert? Oh Mann. Fühlen Sie sich nicht wohl, Herr Junker? Soll ich ein Glas Wasser holen? Oh Mann. Ich habe was Schlimmes gemacht. Wirklich Schlimmes. Wir wollten gerade diesen Haufen hier wegräumen. Du weißt, diesen Haufen, diesen... Misthaufen. Ja, Misthaufen. Wir wollten ihn gerade wegräumen. Da kam Herr Junker. Er war fröhlich und sehr gut gelaunt. Er hat diesen Wagen da abgestellt. Aber das verstehe ich nicht. Warum sollte Herr Junker denn so etwas tun? Du hast ihn nicht darum gebeten? Ihn darum gebeten? Warum sollte ich so einen Haufen, so einen... Misthaufen. Ja, genau. Warum sollte ich einen Misthaufen und auch noch einen Schrotthaufen auf meinem Hof haben wollen? Hallo, meine Freunde. Ich bin Fritz Knipser vom Plätscherbachboten. Oh nein, das hat mir jetzt gerade noch gefehlt. Oh, was für ein fabelhafter Hof. Er hat so eine Ausstrahlung und, oh. Mist! Oh ja, natürlich. Das ist ausgezeichnet. Und sieh mal an, was für ein goldiger Traktor. Der kommt mir gerade recht. Also, das ist genau das, was wir für unseren Wettbewerb haben wollten. Ein geschäftiger kleiner Hof mit Atmosphäre und mit gutem Verhältnis zur Nachbarschaft. Ach, da sind Sie ja. Jan, es handelt sich um ein schreckliches Missverständnis. Sehen Sie, ich... Entschuldigung, könnten Sie bitte aus dem Bild verschwinden? Dieser blitzblanke Traktor passt nicht in die gewünschte Stimmung. Beim besten Hof des Jahres darf doch nicht alles nagelneu aussehen. Nein. Ah, Herr Junker. Ich muss mit Ihnen reden. Ja. Irgendjemand muss diesen ganzen Mist, der hier rumliegt, wegräumen. Oh ja, da haben Sie recht. Ich, ja, Sie meinen mich. Natürlich. Das ist ja wohl das Mindeste. Noch einmal das Ganze. Und schön lächeln, bitte. Du bist vielleicht nicht der sauberste kleiner roter Traktor, aber du bist der Beste.